Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. David sagt im Psalm 145, Vers 18 und 19: Der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Er geht auf die Wünsche derer ein, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und er rettet sie. Er hört auch deinen Hilfeschrei. Und du bist nicht allein. Er hört dich und er sieht dich. Er ist dir ganz nahe und er sagt dir seine Hilfe zu. Ja, er sagt dir deine Hilfe zu. Und wir wollen dich heute wieder mit dieser Sendung ermutigen. Hoffnung um 12. Und das Thema ist: Mir fehlt nichts. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Mir fehlt nichts. Das macht dich neugierig, wo du sagst, oh, ich wüsste viel, was mir fehlt. Ich habe in den Weihnachtsferien eine Bibelstelle betrachtet, die du kennst, Psalm 23. Und da heißt es: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich habe das auf Englisch gehört und da gibt es die Bibelübersetzung, da heißt es: Mir fehlt nichts. Also nicht, mir wird nichts mangeln. Im Prinzip sagt es dasselbe aus, aber ich finde es krasser: Mir fehlt nichts. Und dann kommst du mit der berechtigten Frage: Und wenn doch was fehlt? Ja, ich möchte sagen, klar fällt uns das eine oder andere, aber wir haben eine Stelle, wo nichts fehlt. Und die ist bei Jesus. Er hat für uns alles errungen am Kreuz von Golgatha und wir dürfen es dort holen. Du sagst, ja, dort kann ich aber jetzt keine 100 Euro holen, wenn mir 100 Euro fehlen. Du kannst aber beten, dass der Herr dir das schenkt, was du brauchst. Vielleicht nicht als 100-Euro-Schein, sondern vielleicht den gleichen Gegenwert in einer anderen Sache, wo du vielleicht nichts bezahlen musst oder irgendwelche Gunst hast. Und er ist dein Versorger. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt nichts. Aber es heißt auch am Beginn: Der Herr ist mein Hirte. Ist es auch dein Hirte oder hast du irgendwelche oder viele Hirten, wo du sagst, ich folge mal dem nach und wenn das ist, folge ich dem nach und im Gottesdienst folge ich Gott nach. Ich sage dir, der Herr ist mein Hirte, folge dem einen Hirten nach und das ist ganz wichtig. Ich danke dir, Herr, dass du unser Hirte sein möchtest, dass es aber jedem seine freie Entscheidung ist, dich anzunehmen und mit dir zu wandeln, dir nachzufolgen, nicht dir vorauszueilen, sondern dir nachzufolgen. Und Herr, danke, Herr, dass wir dann im Glauben sagen dürfen: Mir fehlt nichts. Amen. Amen. Und wir möchten für Menschen beten, die uns ihr Anliegen mitgeteilt haben. Und ein Mann bietet für seine Schwester um Gebet. Liebe Geschwister, bitte unterstützen Sie meine Schwester im Gebet, damit die Immuntherapie gegen Krebs bei ihr gut anschlägt und der Herr Jesus ihr Heilung schenkt. Herzlichen Dank und Gottes Segen. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, die Krebs hat. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass dieser Krebs besiegt ist am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, dass diese Therapie, die sie bekommt, dass sie da wirklich einen Durchbruch erlebt und dass sie Heilung erlebt und dass du eingreifst. Danke, Jesus. Du bist der Herr und wir wollen es dir hinlegen. Und ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst und dass du um sie weißt und dass du sie siehst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und viele Menschen schreiben uns, dass sie nicht schlafen können, so wie auch diese Frau. Und sie schreibt: Bitte um Gebet, dass ich wieder normal schlafen kann und Medikamente abbauen kann. Und Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die nicht schlafen können. Danke, Jesus, dass du ihnen Friede schenkst, dass du eingreifst, dass sie ihre Sorgenlast in dir hinlegen dürfen und dass sie wirklich in deine Ruhe hineinkommen, in deinen Frieden hineinkommen. Und ich danke dir, Jesus, dass sie wunderbar schlafen können, dass sie keine Medikamente mehr brauchen, wie auch diese Frau, dass sie wirklich wieder einen Schlaf hat, so wie du es vorgesehen hast. Danke, Jesus. Danke, dass du jedem, der da Probleme hat mit dem Schlafen, einen wunderbaren Schlaf schenkst. Danke, Jesus. Amen. Amen.
Schreib uns dein Anliegen, wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und eine Frau bittet für ihre Mutter um Gebet. Ich bitte um Gebet für meine Mutter. Sie hat eine Untersuchung am Knochenmark. Bitte betet, dass meine Mutter gesund ist. Danke. Ja, genau, danke, Herr, dass wir dafür beten dürfen, dass die Mutter gesund wird, dass dieses Knochenmark wieder gesund wird, Herr, was sehr wichtig ist für die ganze Blutwirtschaft im Körper. Ich danke dir dafür, Herr, danke. Danke, dass du dieses Wunder tust und Herr, danke, dass dein reinigendes Blut, Herr, durch dieses Mark fließt, Herr, und reinigt. Ich danke dir. Amen. Amen. Und auch einen Rechtsstreit dürfen wir in Gottes Hand legen. Da schreibt jemand, ich bin unverschuldet in einen Rechtsstreit geraten und bitte um Gottes Eingreifen und dass er in dieser Sache für mich kämpft und mir zeitnah Recht verschafft. Danke für euren Dienst. Danke, Herr. Du bist die Gerechtigkeit. Und ich danke dir dafür. Du bist ein gerechter Gott. Und lass diese Gerechtigkeit und das Recht, Herr, wirklich ans Tageslicht kommen. Bringe Licht in all diese Lügen hinein, in all diese Durcheinander. Herr, ich danke dir dafür, dass wirklich auch die Richter oder Rechtsanwälte, was da mit unterwegs ist, Herr, wirklich das Richtige erkennen und auch Recht sprechen. Amen. Amen. Und wir wollen dich mit folgenden Zeugnissen ermutigen, an Jesus festzuhalten, am Gebet festzuhalten, bis er eingegriffen hat. Manchmal dauert es etwas länger und manchmal greift er schnell ein. Aber hört diese wunderbaren Zeugnisse. Gott tut Wunder. 10 Jahre Krebs überwunden. Tief erfüllt kam ich von der Gebetsnacht nach Hause. Dort überraschte mich mein Mann mit der Nachricht, dass er am gleichen Tag einen besonderen Anlass feiern kann. Seit 10 Jahren hat er, dank Gottes Gnade, den Krebs besiegt. Prostata, Enddarm, Metastasen in der Leber, die vollständig regeneriert ist und eine halbe Niere wurde entfernt mit nur einer Chemo, die ihn fast hat sterben lassen, worauf er sofort mit der Chemotherapie aufgehört hat. Mit Gottes großer Gnade erfreut er sich jetzt einer guten Gesundheit. Halleluja, Gott ist groß. Ist das nicht wunderbar? Und nach dem Gebet wurde nichts mehr gefunden bei der Untersuchung. Und aus der Schweiz kommt dieses Zeugnis. Bei mir wurde Blut im Stuhl gefunden. Ich bat um Gebet. In der Gebetsnacht nannte Daniel Heilung für Blut im Stuhl. Am 19.10. hatte ich eine Magen-Darm-Spiegelung. Nach der Untersuchung sagte der Arzt, es ist alles in Ordnung. Sie sind gesund. Ehre und Dank sei unserem Herrn Jesus Christus und danke für eure Liebe und die Fürbitten. Gott erhört Gebet, wie folgendes Zeugnis zeigt. Ich hatte euch ein Gebetsanliegen geschickt, wo im Mutterleib festgestellt wurde, dass ein ungeborenes Kind einen offenen Rücken hat. Es sollte operiert werden. Heute kam die Nachricht, dass die OP super verlaufen ist und der Rücken des Babys geschlossen werden konnte. Groß ist unser Gott. Danke für seine Wunder und danke für eure Gebetsunterstützung. Und das ist doch wirklich ein Wunder. Heilung an der Gebetsnacht von Nesselsucht. Eine Frau berichtet uns, ich bat euch um Gebetsunterstützung für meine angeschlagene Gesundheit und dass die furchtbare Nesselsucht nach 3 langen Monaten endlich vorbeigeht. Ich verspürte schon einen Tag nach der Gebetsnacht, am Sonntag, eine erste merkliche Besserung. Seit gestern ist nun alles vorbei. Ich habe keinerlei Juckreiz mehr. Ich danke dem Herrn und euch von ganzem Herzen. Ja, und das ist doch wirklich ein ganz anderes Leben. Ja, Gott verändert. Wir dürfen Gebetserhörungen erleben. Aber ist das nicht schön, wenn man 10 Jahre Heilung feiern kann? Von einer Krankheit, die wirklich zum Tode führt normalerweise. Das ist doch so wunderbar. Aber nicht jeder erlebt so gewaltig große Dinge. Man sagt immer, Krebsheilung ist was Großes. Auch die kleinen Dinge sind Wunder. Lass uns deine Wunder wissen. Wir würden sie gerne hier vorlesen. Wir haben geredet über, mir fehlt nichts. Ich sag dir,
Nimm dir jetzt ein bisschen Zeit, mach alles aus um dich rum, wenn du es irgendwie kannst, und bring mal zu Gott und sag: Du hast gesagt, dass ich dein Hirte sei, dass ich dir nachfolgen darf und du mein Hirte bist. Aber es heißt, mir fehlt nichts, Herr, das fehlt mir, jenes fehlt mir. Danke, dass du für mich Lösungen hast. Und ich bin bestimmt, der Herr wird dir wunderbare Dinge geben. Schön, dass du dabei warst, und schick uns einfach dein Anliegen, wenn du Hilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, ich möchte dich jetzt schon ein bisschen neugierig machen. Wir haben im März die Heilungstage, wo wir den ganzen Samstag von morgens bis abends über Heilung reden, auch für Kranke beten. Und du kannst dich gerne anmelden auf unserer Webseite. Auf unserer Webseite findest du die Möglichkeit, dich dort anzumelden. Es wäre so schön, wenn du dazu kommen würdest. Wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Bis bald. Ja, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.